So, der Schilling meldet sich zuweilen von Echo of Soul. Ich sag's mal gleich dazu, die heutige Folge wird nicht so actionreich. Ich werde wahrscheinlich mein Schwert gar nicht schwingen, auch wenn es gerade hier ein Drittel meines Bildschirms ausmacht. Sondern ich werde einkaufen, Veteranenmarken, mir ein paar Dinge ansehen, die Post durchgehen, Level-Up-Belohnungen, Items, dies, das, Siegelstein. Also ein paar Dinge sind geplant. Mal schauen, wie lange das dauert und was ich dann noch so machen kann. Aber trotzdem, immer wenn ich in der Stadt herumstehe, ich verballere diese Skills. Weil hier, das kann ich jetzt auch live mal herzeigen. So, der 60er Skill von mir, da kann ich hier 4 verschiedene Dinge auswählen. Also ich werde hier für... 6 Sekunden lang werde ich unsterblich durch diese grüne Dingenskirchen da noch. Moment, sorry, wenn ich das mal bestätige. So, sind das 5 Sekunden, genau. Aber hier bekomme ich für diese Dauer noch Crit um 10% mehr. Dann kann ich mir hier aussuchen, dass die Abklingzeit reduziert werden soll. Oder Angriff um 4% erhöht. Ich finde das aber irgendwie ganz nett, das Grüne. Denn wenn man das hochlevelt, bin ich mir sicher, die Dauer wird dann noch höher. Und statt 5 Sekunden, 6 Sekunden ist schon viel. Vielleicht sogar dann 7 Sekunden, wer weiß. Der Skill hat mir durchaus einige Male den Hintern gerettet. Und den finde ich ganz in Ordnung. Ich werde dann für PvP, wenn ich dann auch diese Skill-Resets und die, ich weiß jetzt nicht, wie man das nennt, aber man kann mehrere Skill-Templates anlegen hier. Da werde ich dann für PvP was anderes einschlagen. Ich habe mir gedacht, zum Beispiel, der AOE, ich weiß nicht, der ist nur dafür da, um irgendwie Assists abzustauben, aber so wahrlich viel habe ich davon bisher noch nicht gehabt. Deshalb mal das ausprobieren, den Blutrausch, dachte ich mir, dann diesen anderen Skill. Vielleicht sogar den Tritt dann, das wird ja dann frei. Und hier das also mal ein bisschen was anderes machen, um dann umzuskillen. Genau, das ist so der Plan für mich für PvP. Und dann kann man sich natürlich noch was für PvE anlegen. So, ich habe jetzt nicht die Welt, aber ein paar Veteranenmarken, 3317. Mal kurz das System erklärt, das habe ich mir jetzt auch genau angesehen. Die PvP-Items, die man bei dem normalen Händler kauft, die sind Item Level 100. Und die sind ganz einfach zu bekommen. Da kann man aber auch häufiger kaufen, wie gesagt, welches Item war das richtig miese hier. Zum Beispiel mein Hemd. Hat 4 kritisches Ausweichen und das ist echt mies. Ja, das muss besser gehen. Und die kann man häufiger kaufen und dann bekommt man vielleicht mit Glück bessere. Alternativ haben wir dann hier noch Schlachtfeld Liga 1. Da gibt es dann, wenn man sich das ansieht, Item Level 106. Das heißt, das ist schon durchaus besser. Und rechts unten im Itemfenster steht Kaufpreis im Shop Tapferkeitsmarke mal 13. Was sind Tapferkeitsmarken? Das sind diese hier. Und die bekommt man ab Level 60, wenn man bei Justin brauchst du etwas? Die Dailies macht. Hier 5 Mutessenzen, eine Marke, 4 magische Eier. Und da erhält man dann diese Währung, beziehungsweise dann gibt es noch diese Arena. Einmal die freie und dann noch die für fix vordefinierte Gruppen. Hier gibt es auch diese PvP-Rüstung. Item Level 103. Und die kann man da, also die nächste kann man dann nur kaufen, wenn man die vorherige besitzt. Und dann nochmal diese, was waren das für Marken? Champion-Marken, glaube ich. Genau. Also die kauft man dann hier. Das ist mal diese Sache. Und ich bin noch Edelsteine technisch auch relativ schlecht ausgerüstet. Ich habe 2x plus 5 und alles andere plus 3. Deshalb eine Schatulle gönne ich mir auf jeden Fall mal mit Edelsteinen. Hier 1500. Jawohl. Dürfte besonders am Anfang einen Unterschied machen. Jetzt muss man nur die Daumen drücken. Bitte mal kein Rubin und kein Saphir, dass ich direkt ein schönes Upgrade erhalte. Es ist ein Smaragd. Das ist ziemlich gut. So, und jetzt kann ich diesen, wo war Smaragd nochmal? Hose. Jetzt kann ich so einen Trick anwenden, der mir geschrieben wurde.
der kein echter Trick ist, aber so ein bisschen. So, ich setze den mal in die andere Hose rein. Schließe das. Und rüste Edelstein. Ah, das kann man nicht austauschen. Moment, nein, der Trick hat dann anders funktioniert. Ja, doof. Dann brauche ich sowieso eine Rolle, die hole ich mir dann nachher. Das ist aber auf jeden Fall mal... Fein, dass ich hier was habe, was erhöht das? PvP-Verteidigung, ja, dann sterbe ich, hoffe ich mal, nicht so schnell. So, dann kann man sich noch hier eine Siegeltinte für 600 kaufen. Damit resettet man die Stats von diesem Item, von dem Siegelstein. Und das mache ich jetzt auch einmal, mindestens einmal, weil ich darf das nochmal zeigen. Siegelstein, kritisches Ausweichen 1. Bei 1 von 55. Das ist doch irgendwie traurig, oder? Ich weiß nicht, was ich da falsch gemacht habe. Deshalb, einsetzen. Mal schauen. Ach, weil es ausgerüstet ist. Wusste ich natürlich. Kritisches Ausweichen 9. Das war auf jeden Fall schon mal was. 8 Stats davon besser. Und anscheinend, wenn man das häufiger anwendet, die Stats würfeln sich immer neu. Aber manchmal kommt es vor, dass dann ein zusätzlicher Slot aktiviert wird. Das heißt, da kann ich dann noch Angriff dazu haben. Hier war irgendwo ein Spieler mit so einem höheren Titel. Tor aus erster Bote. Ich weiß nicht, Moment mal. Ausrüstung ansehen. Und dann hat man hier vielleicht einfach mal fast alles aktiviert. Und manche davon sogar richtig fett. Genau, aber da muss man erstmal noch viel farmen, um sich das dann alles kaufen zu können. Plus 5, plus 6 hier, plus 6 auch nochmal, plus 5. Ja, da ist man schon gut dabei am Anfang, denke ich. Moment, was war das für ein Item Level 100? Genau. Damit fange ich auch noch an. Deshalb schaue ich bei dem vorbei. Schön, dich kennenzulernen. Beim Isaac Newton. Und hol mir auf jeden Fall mal ein neues Hemd. Wo ist es denn? Mein Hemd ist sowas von mies. 14, das kann ich mir auf jeden Fall kaufen. Ich entschuldige mich dafür. So, das kann ich mir auf jeden Fall kaufen. Dann der Hut, der ist gut. Das war nicht beabsichtigt, dieser Reim. Der Hut ist aber sehr fein. Kann man auch lassen. Die Waffe ist auch ganz in Ordnung im Verhältnis. Habe ich ansonsten nichts mehr richtig Mieses? Doch, hier, die Schuhe. Schuhe kaufe ich mir auf jeden Fall. Und ansonsten muss ich schauen. Ich meine, das ist nicht so teuer. Ich könnte da ruhig noch ein komplettes Set erneut anfordern und dann schauen, was so besser ist. Aber ich will auch Edelsteine und so haben. Och, schön. Kritisch ausweichen 1. Ich dachte, tiefer geht's nicht mehr, aber es geht auf jeden Fall noch tiefer. Autsch, das tat weh. So, Genauigkeit 1. Was? Was mache ich denn falsch? So, jetzt gönne ich mir direkt mal 2 Schuhe und 2 mal so ein Hemd. Was zum Henker passiert hier? Identifikation abgeschlossen. Das meine ich doch. Ausweichen 35, jawohl. Ist nur die Sache, was möchte ich jetzt haben? Genauigkeit oder Ausweichen? Das ist die Frage aller Fragen. Oder ich identifiziere so lange, bis ich beides habe. Also, das Hemd definitiv mal. 14 Crit mehr. Ein kritisch ausweichen. Hast du schon Ideen für ein neues Event? Nö, mir selbst sind noch keine eingefallen, aber am Montag wird Überfall auf Ignea von 18 Uhr bis 19 Uhr sein. Nicht von mir geplant, sondern von Area Games. Also Moment mal. Ich wollte hier zu den Stats und zwar Crit, wie viel habe ich? Ja okay, das fällt nicht so ins Gewicht, aber hey, 14 Crit mehr? Einfach so, weil ich ein paar Tapferkeitsmarken ausgegeben habe. Dann die Schuhe. Was gab's hier? Ja, was will ich jetzt? 20 Genauigkeit mehr oder 36 Ausweichen? Ich muss sagen, ich würde eher zu Ausweichen tendieren, obwohl zu Genauigkeit. Obwohl Ausweichen niedriger ist als Genauigkeit bei mir, aber keine Ahnung. Was habe ich denn jetzt getan? Achso, ich habe den Stein ersetzt. Yo, passt. Ich bin verwirrt. Auf jeden Fall ist mein Equipment jetzt besser geworden. Das kann ich ja leider nicht verkaufen und deshalb nur zerstören. Ich hoffe, damit sollte man nichts anderes tun. Ich zerstöre das jetzt alles. So. Und wie viele Marken hätte ich denn noch? 1100. Also ich kann mir noch ein paar davon erneut holen, wenn ich möchte. Aber das alles mit der Zeit, mit der Zeit.
Ich denke, was ich dann noch eher machen würde, ist einmal so eine Siegeltinte. Das reizt mich auch. Ansonsten gibt es hier noch Uressenzen, genau, das möchte ich auch kurz erklären. Uressenzen, die erhält man unter anderem fürs PvP. Für zwei von den Marken hier oder Veteranenmarken oder für alle Währungen, die es hier gibt. Beziehungsweise in Dungeons und so weiter, aber erst am Maximallevel. Und da erhält man dann eine Mission. Schicker Umhang der Unerbittlichkeit. Und den habe ich noch nicht. Ich habe noch 0 Uressenzen, aber für 50 bekommt man mal den normalen. Dann den Umhang plus Uressenzen ist dann ein eleganter. Dann der elegante plus nochmal Uressenzen ist ein höherwertiger und so weiter und so fort. Ja, und der hat dann Stats, also brauche ich auch demnächst auf jeden Fall. Aber ich will hier noch einmal, ich weiß nicht, ob es das Sinnvollste war, was ich hier machen kann, aber eine gute Runde, wenn man gewinnt, gibt schon 400 oder so. Von daher, ja, ist wieder besser geworden, hat sich doch ein wenig gelohnt. Jo, dann schaue ich hier noch fix zum Postkasten vorbei, weil ich habe was gesehen, es hat mir jemand ein Kostüm geschickt. Habe ich das schon gesehen im Video? Warum habe ich das nicht angenommen? So, hier müsste ein Postkasten sein, genau. Ich war dabei, nämlich alles so anzusehen und zu checken, ob hier nichts automatisch gelöscht wird. Und Kemal hat mir anscheinend seinen Krieger... Habe ich das schon gesehen im Video? Ich weiß es nicht. Und vielleicht wollte ich es nicht annehmen, weil ich ein schlechtes Gewissen hatte. Aber bevor diese Nachricht gelöscht wird, nehme ich es mal an. Und gehe jetzt mal ins Aussehen. So... Wird gebunden. Ach, so sieht das aus. Ich hätte mir da jetzt was Epischeres erwartet. Aber nur für dich, Kemal, bleibe ich jetzt noch so in dieser Rüstung. Also, ein Krieger ist hier am Start. So, da hatte ich aber noch ein paar Belohnungen, die ich mir abholen möchte. Das ist alles neu. Oh Mann. Hier, genau, hier wurde ich dann mit Essen zugespammt. Das war schon beim letzten Mal, aber Level 40 Erfolgsbelohnung ist so ein Begleiter. Moment mal, wie war das? Kann man die einlesen? Was war denn der Shortcut nochmal? B. Genau, wenn ich die verwende, dann zählt der Timer, glaube ich, automatisch. Was kann ich einem 60ern Rüstung empfehlen? Erstmal von Dragis Labor das volle Set und dann muss man die anderen Dungeons durchdrücken. So, aber jetzt mal einen Moment. Ja, das hole ich mir dann noch nicht, weil sobald ich den... Also, holen kann ich ihn schon, stimmt. Ich kann ihn mir holen, aber sobald ich den verwende, beginnt der Timer. Und es hat keinen Sinn, wenn 10 Begleiter von mir parallel beim Timer laufen. Von daher, so... Hier schreiben ein paar Leute, hi, ich bekomme einige B-Edelsteine. Behaltet euch B. Hahaha. Behaltet euch das, denn ich kann damit jetzt nichts mehr anfangen, sowieso. Und auch damals. Ich könnte es nur verkaufen und das könnt ihr selbst machen. Also ich schicke euch das dann wahrscheinlich wieder zurück. So, ein Tipp, die anderen lese ich dann ohne Folge. Farm dir mit 59 das Set in Dragis Labor. Ach, wegen den Potions hast du gemeint. Aber ich war schon fleißig am Dailies machen und habe hier 100 von den Tränken und einige Schriftrollen. Das heißt, das passt. 100, wenn ich da immer 100 davon dabei habe, sollte das doch reichen. Malinka schickt mir einen +1 Rubin. Ah, das ist aber nett. Kleines Geschenk für Level 60, nichts Besonderes. Aber kommt von Herzen und ich muss sagen, ein Dankeschön dafür natürlich. Ich habe zwar schon einige 60er Mobs besiegt, aber so A-Rubine habe ich noch nicht gelootet. B-Rubine hat man ja damals schon immer bekommen. Level 60er Belohnung, Maximallevel Belohnungskiste hole ich mir heute auch mal ab. So viele Dinge gibt es hier. Trefferschriftrolle C von Microsoft. Da habe ich das Rezept sogar, aber das kann ich noch nicht craften. Was macht das denn? Erhöht Genauigkeit für eine Stunde um 16. Kann man das auch im PvP? Ich habe das schon mal gesehen, glaube ich, bei Leuten. Das finde ich sehr nett. Dankeschön. Das werde ich dir auf jeden Fall in der PvP-Runde widmen. Dann Hotdog mal 6. Yeah, gegönnt. Direkt mal einen snacken. So, großer Erdbeerlutscher. Was macht denn der? Max Leben um 40. Dankeschön dafür. Bist du so ein Crafter, wie nennt man den? Spiritist? Kannst du das selbst craften? Dann... Ach, das Häkchen, genau. Das Häkchen ist hier noch nicht Fragen über Fragen.
Bam, badam, Daumen nach oben. Hallo. Schilling, erstmal, es macht super viel Spaß, dir beim Zocken zuzuschauen. Ich schau dir lieber zu, als selber zu zocken. Dafür erstmal Riesenkompliment. Und Klammer auf Y heißt ein Daumen nach oben. Meine Frage an dich, ich habe den Beruf Juwelier erlernt und vielleicht weißt du, wo man all die Zutaten herbekommt. Die entweder, also bei Gegnern und kaufen. Dort bei den Juwelier-Zutaten, Händlern und so weiter und so fort. Aber was Berufe angeht, da bin ich leider selbst noch nicht so bewandert. So, letztes hatte ich hier noch... Was habe ich hier bekommen? Vom EOS-Team. Mal wieder so ein Segen. Ich bin mir sicher, der stapelt sich... Doch, der stapelt sich. Wow, dankeschön. Warum war das? Als irgendein Event von EOS. Dankeschön. Login-Belohnung. Huch, die hole ich mir doch immer so ab. Ist das noch irgendwas extra? 100 unreine Seelen. Auch nett, dankeschön. Sehr nett, sehr nett. Und hier gibt's noch was. PvP, PvE mit Level 60. Huhu, kratzt zu 60. Und deine Videos. Daumen hoch, supi. Mit 60 brauchst du PvP sowie PvE-Equipment. Genau, das habe ich auch schon gesehen. Da gibt's sowas wie PvP und PvE-Effizienz. Wenn ich das PvP-Set anhabe, bin ich hier bei 100%. Andersrum, dann teilt sich das auf. So, das sollte immer 100% sein, weil sonst macht man keinen Schaden mehr. Also, keinen, meint sie jetzt wahrscheinlich nur übertrieben, man macht sehr wenig. Und Tagesquest im Magieviertel, da bin ich auch fleißig dabei. Ewige Jagdgründe, da war ich gestern schon. Aber das ist, alleine dauert das ziemlich lange, da muss man sich wohl eine Gruppe suchen. Ja, also Post über Post, Infos über Infos, Währungen über Währungen. Und jetzt noch flott hier... Diese Maximallevel-Belohnungskiste öffnen. Was bekomme ich hier? 10 Plätze, Tasche. Amen. Ist das... Das ist die Dreier. Amen, alter Schwede. Dankeschön. So soll es sein. Was habe ich hier? Skill Reset. Jawohl. Damit kann ich meine Talente zurücksetzen. Und dann habe ich hier noch irgendwo ganz am Anfang... Erfolgsbelohnung. Nö. Nö, ab 30 war das. Hier, genau. Da gibt es noch einen Skill Reset, den hole ich mir. Ich hoffe, der stapelt sich. Und dann, oh Mann, wie viele Items ich hier bekomme. Aber, wo ist denn das? Ein Multitalent, genau, das hier meine ich. Damit kann man mehr Talente besitzen. Kann ich das einfach verwenden? Ach. Wird eine Talentseite hinzugefügt. Ich hoffe nicht mit meinem bestehenden. Ich mach's mal. Zum Test. Okay. Ah. Was? Kann ich Beschützer werden? Das werde ich mir ansehen. Nein, niemals. Geht nicht. Ich weiß nicht, was das soll. Genau, wie auch immer. Das werde ich mir auch noch ansehen, dass ich das dann genauer erklären kann. Aber Erfolgskiste Level 10, was habe ich hier? Ja, eine Waffe, das hätte ich mir alles schon vorher abholen sollen. Aber ich habe einfach so durchgelevelt Level 10. Im nächsten Moment war ich schon Level 20 und dann war das sowieso unnötig. Das war eine vollgepackte Folge voller Infos. Voll. Ich bedanke mich fürs Zusehen und würde sagen, es geht einfach beim nächsten Mal weiter.